starke Geschichten für Kinder. Über Stärke, Wut und Freundschaft. Hallo, ich bin Jens Christ. Und ich habe euch ja schon letztens mal über die Hörbuchreihe von Gerd Medien erzählt. Die heißt Starke Geschichten für Kinder. Und da hatte ich euch auch schon zwei CDs vorgestellt. Also hier ist die Playliste, die ich da erstellt habe. Und das war die erste CD. Und hier, das war die zweite CD. Und jetzt gibt es noch die dritte CD. Die ist vor 4 Wochen auf YouTube rausgekommen. Veröffentlicht wurde sie aber schon wesentlich länger. Und von dieser CD möchte ich euch eine Geschichte ganz besonders empfehlen. Und zwar hier Ruths mutige Entscheidung. Und warum möchte ich euch die ganz besonders empfehlen? Weil die habe ich und Isa zusammengeschrieben. Und wir haben die dann bei Gerd Medien eingereicht. Und die haben die angenommen und so ist sie dann auf die CD gekommen dann halt, was mich sehr freut. Ich kann da jetzt leider nicht reinhören, weil die Rechte gehören Gerd Medien. Das war so eine Auftragsarbeit. Die haben uns beauftragt, so eine Geschichte zu schreiben. Und wir haben dann diese Geschichte für die geschrieben. Also deswegen können wir da jetzt nicht reinhören, aber ihr könnt ja da reinhören. Und ich finde, hier auf YouTube 17 Aufrufe sind ein bisschen wenig. Könntet ihr mal ein bisschen noch steigern, finde ich jedenfalls dann halt mal. Generell, die anderen Geschichten sind auch nicht so schlecht, also ja, könnt ihr auch mal aufrufen, aber auch die längeren, die schon seit etwas längeren da drin sind, haben jetzt nicht so viele Aufrufe. Also die meisten Aufrufe hat, glaube ich, noch das Intro gehabt von der ersten Folge hier. Und ansonsten hier mein Video, wo ich da von dieser Geschichte erzähle, hat mehr Aufrufe als irgendeine Geschichte von den Geschichten. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil es sind wirklich gute Geschichten. Deswegen schaut mal in die Playlist rein, hört euch alle Folgen an und pusht diese Geschichten auf YouTube. Ja, dann habe ich dann hier noch meine Geschichten noch mal ein bisschen reingebaut. Die haben auch mehr Aufrufe. Wobei jetzt sagt ihr hier die doch nicht, das liegt daran, dass das auf meinem 4M3-Kanal, also Jesus 4M3-Kanal ist und da haben die nicht so viele Aufrufe, aber auf meinem Hauptkanal haben die Videos schon teilweise mehr Aufrufe, aber auch nicht so wahnsinnig viele dann halt dann da so, ne? Also ja. Also bei meinen Videos, bei meinen Geschichten könnt ihr auch mal reingucken. Achso, ja, das hier ist etwas, was der Gerd Medien gepusht hat. Kurz nachdem die CD veröffentlicht wurde, hat dann Gerd Medien eine Geschichte davon genommen, von der neuesten CD, und die in ihren Hauptkanal gepusht. Und deswegen hat die dann ein bisschen mehr Aufrufe. Halt dann also. Na gut, vielleicht gehen wir noch hier zu der Seite von Gerd Medien. Und hier könnt ihr dann halt auch die CD dazu kaufen. Also YouTube könnt ihr ja nur reinhören. Aber wenn ihr eine CD haben wollt und die verschenken wollt, dann könnt ihr die bei Gerd Medien kaufen. Eigentlich würde ich euch auch empfehlen, die bei Gerd Medien zu kaufen, weil diese Produktion ist teuer und die 10 Euro können sie gut gebrauchen dann halt. Allerdings, wenn man mal guckt, hier bei Amazon gibt es auch eine neue CD und die ist 1 Euro billiger. Also es ist ja schon 10%. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was die Preispolitik von Gerd Medien dann so soll, dass hier Amazon die wesentlich billiger macht als Amazon, hier Gerd Medien selber, aber na gut. Trotzdem, wenn ihr Gerd Medien unterstützen wollt, kauft das bei Gerd Medien. Ja, und übrigens, jeder, der nicht glaubt, dass ich daran beteiligt bin, könnt ihr mal hier. Jetzt will meine Maus nicht. Aber ihr könnt ja mal hier irgendwo gucken, ob ihr mich da und Isa vielleicht eventuell finden könntet. Dann halt dann so. Also. Gibt es sonst noch irgendetwas zu sagen? Naja, diese Geschichte gibt es
Und das ist, warum ich auch ein bisschen gewartet habe. Also rausgekommen ist sie, steht das hier irgendwo, wenn die erschienen ist. Hier doch, da. Am 26.05. ist sie rausgekommen. Aber lange Zeit halt nicht auf den Audioportalen. Und jetzt ist sie dann halt hier als CD, gab es sie schon länger dann halt auch auf anderen Portalen wie Amazon oder sowas. Aber als Audio, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dann so Audio. Naja, zum Beispiel bei Amazon Music, wenn ihr da eine Flat habt, hört euch die an, ladet die runter und ja, macht das. Und Google, ich weiß gar nicht, ob es bei Google auch eine Flat gibt oder sowas dann halt, ne? Also bei Apple Music habe ich gesucht, habe ich es jetzt nicht gefunden. Müsst ihr mal gucken, ob ihr Apple habt oder sowas und die dann da findet. Ich glaube eigentlich schon, aber ich habe es jetzt nicht gefunden. Und hier bei Spotify gibt es das auch. Komischerweise, also da hat irgendjemand beim Eintragen nicht so gut aufgepasst, weil das ist nicht 2020 gewesen, das war dieses Jahr. Also 2023 müsste da stehen. Aber gut, ja. Könnt ihr dann auch hier reinhören und pusht das Ganze auch auf diesen Audioportalen, also auf Spotify. Die Links werde ich auch, wenn ich es nicht vergesse, unten in die Beschreibung packen. Und generell, also hier die Playliste, hört da mal rein, wenn ihr jetzt nur YouTube habt und nicht ein Audioportal irgendwie wie Amazon oder Spotify oder sowas dann halt, wo ihr da eine Flat habt. Könnt ihr hier auch hier auf YouTube reinhören und wäre schön, wenn ihr die Aufrufszahlen ein bisschen erhöhen würdet dann halt dann. Also ich weiß gar nicht, das Video hier, was ich jetzt mache, kommt wahrscheinlich auch in diese Playliste. Vielleicht hier als zweites, also vielleicht als zweites Video gefolgt von meinen ersten dann halt irgendwie sowas und dann geht's dann da weiter. Also ja, ich glaube, da macht es mehr Sinn, damit man hier ab hier dann halt alle Folgen nacheinander hören können, so wie ihr es wollt. Ich wünsche euch jetzt Gottes Segen und hört doch mal die starken Geschichten zusammen mit euren Kindern oder auch ohne eure Kinder. Also auch für Ältere finde ich die durchaus geeignet und kann man sich ja mal überlegen, wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Also Tafel Schokolade, ja, hört sich jetzt nicht für Erwachsene an, aber vielleicht kann man das ja auf Gegebenheiten der Erwachsenen irgendwie übertragen. Also anstelle Schokolade, was weiß ich, dein Auto oder irgendwie sowas dann halt, ne? Wie gehst du dann damit um, wenn jemand irgendwie dir ein Auto fährt oder sowas dann halt, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man aus diesen Geschichten hier, die für Kinder sind, durchaus auch etwas für Erwachsene rausziehen kann. Und Jesus hat ja schon gesagt, werdet wie die Kinder, also werdet wie die Kinder und hört hier mal rein und pusht die Aufrufe auf YouTube, auf Amazon Music und auf Spotify und auf Apple, wenn es das dann auch gibt, dann halt überall da, wo es kostenlos angehört werden könnte, hört da mal rein. Ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen und wir hören uns dann in einem nächsten Video.